Hi Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, vierter Advent. Ich dachte, diesmal mache ich das mit den Kerzchen vielleicht etwas geschickter, dass ich nicht drüber greifen muss. Ich habe die Kerze einfach vor mich gestellt. Kommen wir zum Whisky. Ihr seht es, ich habe mal wieder eine SMWS-Flasche hier. Ich weiß, das polarisiert, ist mir aber egal, weil ich mag die meisten Abfüllungen, die ich bei der SMWS zu kaufen bekomme und deshalb bespreche ich sie auch immer wieder ganz gern. Was haben wir heute? Heute haben wir einen Aberlour. Aberlour liegt in der Speyside, 1879 gegründet im Örtchen Aberlour und ja, ist eigentlich berühmt für sherry-lastigen Whisky. Doch in den letzten Jahren gibt es eine kleine Umwälzung bei Aberlour allgemein. Nein, sie machen immer noch sherry-gereiften Whisky überwiegend, aber es tauchen auf einmal immer mehr und mehr unabhängig abgefüllte Aberlour wieder auf, was es eine ganze Weile kaum gab, und die sind meistens in Ex-Bourbon-Fässern gereift. Mir ist da von vor Jahren ein Ralphie-Satz im Kopf hängen geblieben, der damals behauptete, Aberlour aus Ex-Bourbon-Fässern, das würde nicht funktionieren. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist vielleicht nicht das, was man von dieser Destillerie erwartet, was man als Klischee im Kopf hat. Nochmal, ich hatte noch keinen schlechten Bourbon fast gereiften Aberlour bisher und ich habe jetzt schon ein paar probiert. Das ist der zweite, den ich für euch hier auf dem Kanal bespreche. Womit ich eigentlich hier ein Urteil vorne weggenommen habe, was ich nicht gerne mache, aber ja, man muss ja ein klein bisschen weiter ausholen hier. Was haben wir? 54,68 Perfect Garden Party, 12 Jahre. Ja, Sweet Fruity and Mellow heißt das Profil, meine ich. Refill Ex-Bourbon Barrel, destilliert am 5. Mai 2006. Und ja, ich kann irgendwo, glaube ich, Anfang Jahr. Oder war der noch von letztem Jahr? Ich weiß nicht, ich brauche manchmal etwas länger, bis ich die Flaschen aufreiße. Helles Gold, angenehme Farbe, Alkoholgehalt 53,8% für 12 Jahre. Nicht mehr allzu viel, muss man sagen. Gehen wir noch gleich mal zum Whisky. Und ja, was mir aufgefallen ist, bourbonfass gereifter Aberlour hat immer eine wunderbare Fruchtigkeit. Und es ist bei den älteren Abfüllungen dann eher Richtung Pfirsich oder fast tropisch, hat man hier so eine richtig schöne säuerliche Frucht mit drin. Eine Mischung aus Mandarinen, Zitronen, vielleicht ein bisschen Maracuja. Und einfach richtig, richtig schön fruchtig, aber gleichzeitig auch eine Vanillenote drin und das Ganze wirkt nicht schwer. Das wirkt wie ein richtig leichter, spritziger Whisky. Ja, vielleicht bin ich zur falschen Jahreszeit jetzt dann sowas zu besprechen, aber ja, etwas länger riecht, kommt auch ein bisschen Eiche durch. Nicht stark, aber so einen Anflug von Zimt und Nelken. Ja, Alkohol kaum zu merken. Okay, es ist jetzt nicht die heftigste Verstärke, aber trotzdem sind über 50%. Der ist richtig gut eingebunden, da ist nichts Kühlendes nicht mal wirklich drin, sondern das ist richtig säuerlich fruchtig mit ein paar Holzgewürzen. Und ja, eine richtig schöne Nase für einen 12-Jährigen. Kräftig auch. Auf euch. Fruchtigkeit setzt sich auch hier durch. Zuerst ganz leicht mit einem, ja, richtigen Zitronen, vielleicht sogar Ananas säuerlicher Süße, Ananassaft. Dann kommt doch ein bisschen der Alkohol, es fängt ein bisschen an auf der Zunge zu prickeln, aber nicht extrem. Ein bisschen Pfeffer dazu, die Nelken habe ich wieder. Vielleicht eine Spur Anis und die Früchte werden dunkler. Maracuja-Mousse, vielleicht noch nicht ganz reife Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen in die Richtung. Und baut sich die Eiche richtig ein bisschen auf. Das Pfeffrige nimmt ein klein bisschen mehr noch zu. Es kommt ein bisschen Zimt dazu, die Nelken bleiben. Und dann kippt der Abgang aber relativ schnell hinten weg.
Also er baut richtig auf und kippt dann so mit einer Eichenwürze raus und gegen Ende bleibt dann wirklich nur noch so eine Ahnung von Ananassaft, meiner Meinung nach, hinten raus. Also ein bisschen Nektarin, ein klein bisschen, aber diese extreme Wucht verschwindet gegen Ende, auch kein Nachbrennen oder keine Schärfe, sondern die Würze und die Kraft ist in erster Linie ja schwarzer Pfeffer für mich. Nicht weißer, nicht aggressiver, sondern so richtig schwarzer Pfeffer ein bisschen und dazu ein paar Gewürze, Holzgewürze. Die Eiche hinterlässt so ein minimal belegendes, holziges Gefühl. Insgesamt ist die Konsistenz aber eher ein klein bisschen dünnflüssig, spritziger. Das wird auch durch diese Pfeffernote ein bisschen unterstützt. Es ist so ein bisschen Sekt-Whisky, aber jetzt ohne zu aggressiv oder zu jung zu werden. Ja. Da wir jetzt trotz Dezember, Ende Dezember bei 15 Grad draußen haben, passt das ja fast schon wieder. Etwas Frühlingshaftes. Ja. Lässt sich sehr, sehr angenehm ohne Wasser trinken. Ich habe trotzdem hier ein Glas genommen und ein bisschen Wasser reingetan. Ich hoffe, ich habe den nicht verwässert, weil ich war ein bisschen unvorsichtig beim Dosieren vorhin. Aber ich wollte einfach mal den Vergleich hier bringen. Denn er verändert sich schon ziemlich. Ich war am Anfang noch nicht sicher, ob er Wasser mag. Ich bin es immer noch nicht sicher, ganz ehrlich, aber er verändert sich und das wollte ich einfach ein bisschen auch. Er wird floraler. Also die Gartenparty ist jetzt von den reifen Früchten Richtung blühender Büsche abgewandert. Falscher Jasmin irgendwo in die Richtung. Rosen. Hinten dran immer noch so eine Fruchtnote. Sie ist ein bisschen reifer jetzt schon an der Nase. Nektarinen, Pfirsiche irgendwo. Ein Hauch von Weichspüler. Vielleicht Lavendelduft. Also recht floral. Mag nicht jeder, das weiß ich. Gucken wir mal. Ich glaube, ich habe vorhin ein bisschen viel Wasser reingetan. Es kann sein, dass er jetzt doch ein bisschen wässrig ist. Da ein bisschen einzutrüben. Ja, das Florale setzt sich jetzt am Gaumen noch. Ist aber noch gut trinkbar. Das Pfeffrige ist komplett weg. Ist an einer buttrigen Öligkeit gewichen. Er fühlt sich jetzt viel zäher an auf dem Gaumen. Dafür ist er nicht mehr so präzise und nicht mehr so definiert in den Aromen. Man hat jetzt gleich von vorne weg so eine warme, ja, Aprikosen-Pfirsichfrucht, die gleich fast übertüncht wird von der Blumigkeit. Lavendel, Jasmin, blühende Sträucher, Sommer. Und das schwingt einfach hinten runter, gegen Ende bleibt ein Tick Eiche, die kommt jetzt ein bisschen herber hinten durch. Noch nicht bitter, aber schon ein bisschen merkbar. Die Fruchtnote geht ein bisschen zurück, das Blumige bleibt. Man hat so ein bisschen herb-jasminig, wie Grüntee mit Jasmin, den man ein bisschen zu lang ziehen lassen hat. Ist durchaus interessant vom Profil. Ein paar Tropfen weniger Wasser reinmacht, also wie gesagt, ich habe es ein bisschen übertrieben vorhin, dann kriegt man nur diese Blumigkeit zusätzlich zu den säuerlichen Früchten. Die säuerlichen Früchten, das Pfeffrige, auch ein bisschen die Würze hat es jetzt geschluckt. Dafür ist das Holz jetzt ein Tick herber gegen Ende, die Konsistenz ist öliger. Jegliche prickelnde Schärfe ist komplett verschwunden. Ja, es ist eins von diesen Whiskys, wo man denkt, ist das wirklich dieselbe Abfüllung, nur weil ich jetzt Wasser reingetan habe. Aber ja, es ist es tatsächlich. Ist so gut trinkbar, obwohl ich jetzt behaupte, ich habe ihn unter 46 runtergeholt aus Versehen. Ich bevorzuge ihn allerdings definitiv pur. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wir sehen uns dann, ja, wenn alles planmäßig läuft, am Heiligabend zum Weihnachtswhisky verkosten. Wieder hier auf dem Kanal und ja. Für die, die bis dahin nicht einschalten, schon mal ein frohes Fest. Und ja, danke für eure Treue. Danke dafür, dass dieser Kanal das ist, was er ist. Und dass ich hier tatsächlich in der Lage bin zu sagen, was ich denke und was ich sagen möchte und ihr trotzdem zuschaut. Etwas mehr dazu gibt es wie immer im Jahresrückblick. Und ja, lasst mir ein Like und ein Abo da. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wir sehen